Haben Sie über den Satz, dass Geisler schlimmer ist als Goebbels, wirklich nachgedacht? Ja. Soll ich Ihnen auch noch mal erklären? Ja, bitte. Gut. Ich würde es gern auch verstehen. Gut. Das verstehen Sie sofort. Es kam das Ermächtigungsgesetz von Herrn Hitler. Das haben alle Parteien außer der Sozialdemokratischen Partei unterschrieben. Auch die Freien Demokraten, damals auch Herr Heuss, verehrenswerter Mann. Auch Herr Ingo Münch habe ich heute Abend kennengelernt, auch von derselben Partei. Nur eine Partei hat es nicht unterschrieben, das waren die Sozialdemokraten. Und die gingen dann auch am nächsten Tag zuhauf in die Gefängnisse und in die Konzentrationslager. Und wenn ich dann sage, die Nationalsozialisten waren auch Sozialisten. Und die Sozialisten und die Nationalsozialisten sind ja doch sehr verwandt miteinander. Dann fälsche ich dieses Geschichtsbild ganz bewusst, um vor einem Wahlkampf Stimmen zu fangen und Leute zu verunsichern. Herr Goebbels hat 6 Kinder umgebracht und seine Frau und sich, weil er den Adolf geliebt hat bis zum geht nicht mehr. Das müssen Sie mal nachlesen. Ich liebe diesen Mann, hat er geschrieben. Ich liebe diesen Mann. Und hat sich dafür, heute wissen wir mehr, viele haben es auch damals schon gewusst, also für eine fürchterliche Geschichte geopfert, mitsamt seinen sämtlichen Kindern und seiner Frau. Er hat also etwas gemacht, von dem er überzeugt war. Und wenn einer hingeht und sagt, Sozialisten und Nationalsozialisten, die sind also miteinander verwandt, dann tut er das, um Stimmen zu fangen oder Leute zu verunsichern. Und das ist nicht in der Substanz, was geschehen ist, aber das ist moralisch gesehen ja schlimmer. Gegen mein eigenes politisches und historisches Wissen etwas zu verfälschen, rein um Stimmen zu kriegen.